kommt mit, wir gehen jetzt los und angeln am Fluss auf Karpfen. Und das sind die Köder, die ich gestern eingesetzt habe. Die nächste Frage wäre ja, was sind denn eigentlich die besten Wetterbedingungen, damit der Pellet eben besser auf dem Haar sitzt? Wenn man so an den Fluss rangeht, dann hat man schon eine ganze Menge richtig gemacht. Ich möchte gerne mit einem Gerücht aufräumen, was sich hartnäckig in Anglerkreisen hält. Dann habt ihr eine richtig gute Phase erwischt und das ist für mich meine Lieblingssituation zum Flussangeln. Man nennt sie Makroinvertebraten, wie zum Beispiel Wasserasseln. Ich habe für euch jetzt das Rundum-Sorglos-Paket zum Thema Futter. Ich möchte gerne auf mein Futter eingehen, auf meine Futterstrategie. Mit oder gegen die Strömung angeln. Ihr seht, wir sind an einem neuen Spot angekommen und wir sind ganz schön außer Puste aktuell. Bombe, mega, ich bin richtig happy. Flussfische beißen wirklich brutal und deswegen macht Flussangeln auch so viel Spaß.